Je länger ich über die gestrigen Aussagen von Jerome Powell nachdenke, umso überzeugter bin ich davon, dass sie extrem wichtig sind, weil sie eine Art Paul-Volcker-Moment darstellen. Denn Powell hat sich expliziter geäußert, als er das bisher getan hat, an sich nichts Neues gesagt, aber die Prioritäten nochmal so klar gemacht und gesagt, faktisch, wir werden die Inflation bekämpfen bis zum bitteren Ende, koste es, was es wolle. Und das ist dieselbe Entschlossenheit, die einst Paul Volcker ja in den 1970er Jahren an den Tag gelegt hat, damit die Märkte erschreckt hat natürlich, damit die Wirtschaft in eine Rezession gebracht hat, aber eben auch die Inflation erfolgreich bekämpft hat. Da hat wahrscheinlich Volcker nochmal den Stecker ins Fiat-Kreditgeldsystem zurückstecken können, sonst hätten wir vielleicht jetzt schon eine völlig andere Geldsystematik, aber das nur am Rande. Schauen wir uns die Aussagen mal an, die der gute Jerome hier getätigt hat. Hier sehen wir, da war er per Videokonferenz bei einer Wall Street Journal Veranstaltung zugeschaltet. Inflation, 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 immer Inflation, oberste Priorität Inflation. Das war schon in der Betonung ein bisschen neu, dass dieses Inflation, Inflation, Inflation eigentlich so derartig im Vordergrund stand. Und dann hier einer der zentralen Sätze gestern von Paul. Was wir sehen wollen, sehen müssen, ist, dass die Inflation nach unten kommt, ganz klar nach unten kommt in einer überzeugenden Weise. Und wir werden so lange nicht nachlassen, so lange die Inflation bekämpfen, bis wir das sehen werden. Und wenn wir gezwungen sind, hier über die neutralen Levels der Zinsen zu kommen, dann sind wir bereit, das zu tun, also praktisch eine Geldpolitik zu machen, die dann wirklich die Wirtschaft einbremst. Das zeigt, dass sozusagen die Fed wild entschlossen ist, diese Inflation nach unten zu kriegen, koste es, was es wolle. Und was die Märkte vielleicht noch nicht verstanden haben, ist, dass das faktisch bedeutet, was Paul hier gesagt hat, dass der Fed-Put, also das Sicherheitsnetz der Fed, das ja jahrelang unter den Märkten lag, dass das sehr weit nach unten genommen wird mit diesen Aussagen. Ganz klar, Inflationsbekämpfung Nummer 1 Thema. Dann die Aktienmärkte ganz, ganz weit hinten in der Prioritätenliste. Erinnern wir uns 2018, 19, da hat ja Paul nochmal komplett umgedreht. Seinen Kurs hat von der Zinsanhebung abgelassen, von der Bilanzreduzierung abgelassen, also praktisch das aufgehört, weil die Märkte gequietscht haben. Jetzt hat er klar gesagt, ich werde nicht aufhören, auch wenn die Märkte quietschen. Das heißt, dass der Fed-Put sehr, sehr weit nach unten gerutscht ist. Das Auffangnetz der Fed also sehr weit nach unten gerutscht ist. Und das werden wir im Laufe dieses Jahres noch zu spüren bekommen. Jedenfalls wurde er gefragt, Mensch, warum hast du denn vorher immer erzählt eigentlich, dass die Inflation transitory sei? Und dann sagt er, ja, wir haben dann im Oktober gemerkt, dass das mit den Lieferketten irgendwie nicht aufhört, dass diese Materialengpässe nicht aufhören. Deswegen habe ich dann sozusagen umgesteuert etc. etc. Schauen wir uns hier mal an. Oktober, da war dieser Aufwärtstrend schon lange im Gange, ist praktisch ja permanent schon der Fall gewesen. Also so richtig überzeugend ist das nicht. Er hat faktisch von Paul den Auftrag bekommen, nein, nein, du sollst nicht die Aktienmärkte retten, lieber Jerome Powell. Das war noch das Motto unter Trump. Jetzt sollst du mich von der Inflation befreien, denn mit Inflation habe ich keine Chance bei den nächsten Wahlen. Also hat der gute Jerome Powell dann umgesteuert und erklärt das jetzt irgendwie mit vermeintlichen Daten aus dem Oktober nicht wirklich glaubhaft. Hier hat Powell gestern dann noch gesagt, ja, derzeit fühlt es sich an, als wäre die neutrale Rate über 3,6%. Das heißt, die Fed würde dann die Zinsen über 3,6% heben. Und das würden die Märkte wahrscheinlich nicht so gut finden. Paul hat dann nochmal wörtlich gesagt, no one should doubt the Fed central bankers resolve to curb the highest inflation in decades. Niemand sollte daran zweifeln, dass wir wild entschlossen sind, die höchste Inflation in Jahrzehnten hier zu bekämpfen. Also das sind völlig klare Ansagen. Da verblassen etwas dovischere Kommentare von Evans, der sagt, ja, so Zinsen 2¼ bis 2,5%. Das sollten wir schnell machen, praktisch eine Art Frontloading. Jetzt schnell die Zinsen anheben. Die Fed muss natürlich Rücksicht nehmen auf die Zwischenwahlen. Da wird man vielleicht kurz vor den Wahlen nicht nochmal an der Zinsschraube drehen. Deswegen muss man vielleicht jetzt schon im Sommer eben
die Zinsen sehr, sehr deutlich anheben. Was ist die Konsequenz? Das ist das, was vielleicht mit der beste Analyst dieses Planeten, Jim Bianco, hier sagt. Jedes Mal in den letzten 80 Jahren, wenn die Fed hat versucht hat, die Inflation um mehr als 4% nach unten zu bringen, derzeit sind wir über 8, die Fed will ja eigentlich auf 2, das heißt, sie müsste 6% nach unten bringen. Jedes Mal, wenn das passiert ist, dann ist die Wirtschaft gecrashed und in einer Rezession gelandet. Und es gibt keinen vernünftigen Grund zu glauben, dass es diesmal anders laufen würde. Exakt das ist der Punkt. Wir haben zwei Megablasen gehabt. Wir haben nach wie vor eine intakte Blase am US-Immobilienmarkt. Wir haben eine, nun ja, leichte, angekratzte Blase am US-Aktienmarkt, gerade bei den Tech-Werten. Wenn diese beiden Blasen platzen, dann ist nichts mit Softish Landing, wie Jerome Powell gerne gesagt hat. Dass er dagegen vorgehen muss, gegen diese Inflation, der Jerome, das zeigt der Anstieg der Benzinpreise in den USA, Dieselpreis jetzt etwa in den USA, neues Allzeithoch bei uns auf 2,11 Euro gestiegen. Gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise weiter. Wir hatten jetzt im letzten Monat den größten Preisanstieg in der Geschichte der Lebensmittel. Es sind also in einem Monat noch nie so stark gestiegen wie im letzten Monat. Und nochmal zum Thema Benzin. Der durchschnittliche Haushalt hat letztes Jahr 2.800 Dollar ausgegeben für Benzin im März. Wenn man es hochrechnen würde auf das Gesamtjahr, wären es 3.800 Dollar, also 1.000 Dollar mehr. Und im Mai, wenn wir es hochrechnen würden auf das Gesamtjahr, wären es 5.000 Dollar. Wir sehen also, wie das explodiert. Und das ist für die Amerikaner ja symbolisch wichtig, ist für sie praktisch die konkret erfahrbarste Inflation, ist an der Tankstelle. Und wenn wir uns die gestrigen Einzelhandelsumsätze mal anschauen, die ja gestern 14:30 veröffentlicht wurden, dann sehen wir hier die Retail Sales, die weiter nach oben gehen, also die Einzelhandelsumsätze nominal sind weiter gestiegen. Wenn wir das aber mal inflationsbereinigt sehen würden, dann wären die Einzelhandelsumsätze gefallen. Das deckt sich mit den Zahlen von Walmart und Home Depot, die gestern ja gekommen waren und die gezeigt haben, ja, es passieren weniger Transaktionen. Die Leute kaufen also weniger, aber dadurch, dass die Preise so gestiegen sind, ist die Dollarsumme der Käufe dennoch höher. Deswegen steigen die Einzelhandelsumsätze und deswegen steigen auch die Umsätze von Walmart und Co. Aber die Marge ist sozusagen das, was das Riesenproblem ist. Die Firmen sind nicht in der Lage, komplett ihre Kostensteigerungen weiterzugeben an jene Konsumenten, die schon hier teilweise das Wasser bis zum Hals stehen haben. Hier sehen wir mal, was das bedeutet. Inflationsbereinigt wäre das, wären die Einzelhandelsumsätze rückläufig gewesen. Und viele Firmen ahnen, dass es sehr schwer wird, hier diese gestiegenen Kosten weiterzugeben. Ahnen, dass der Konsument nicht mehr viel Luft hat. Deswegen sagen jetzt immer mehr Firmen in den Earnings Calls, also in den Calls mit Analysten, dass eine Rezession hier zu erwarten sein könnte. Sie erwähnen zumindest das Wort Rezession. 30% waren es noch im Corona-Crash, jetzt sind 17%, aber die Kurve geht steil nach oben, also den Unternehmen dünkt, das wird schwer. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir wollen uns mal anschauen, hier den S&P 500 in Gestalt des maßgeblichen Spiders, also des ETFs auf den S&P 500. Und da sind wir hier eigentlich in einer Aufwärtstrendlinie, die wir nach unten verlassen haben im Corona-Crash, dann nach oben verlassen haben mit der Liquiditätsparty der Fed. Jetzt sind wir genau auf diesen Aufwärtstrend wieder aufgesessen, dann jetzt nach oben abgeprallt, wahrscheinlich in einer Bärenmarkt-Rally. Denn wenn die Fed es ernst meint und sagt, wir werden die Inflation bis zum bitteren Ende bekämpfen, dann wird man nicht so schnell die Aktienmärkte retten. Klar, es könnte sein, dass die Inflation ganz schnell nach unten kommt, aber das zeichnet sich derzeit nicht ab, wenn wir etwa auf die Benzinpreise in den USA schauen. Also, was die Aktienmärkte hier machen, ist durchaus charttechnisch sehr logisch. Man prallt also an solchen Marken erstmal nach oben ab, aber es ist wahrscheinlich eine Bärenmarkt-Rallye. Wir sehen hier den WIX, der versucht hat, in diesen Aufwärtskanal wieder reinzukommen, jedes Mal abgeprallt ist und durchaus noch Potenzial jetzt nach unten hätte, also die Vola. Wenn die Vola fällt, steigen die Aktienmärkte in der Regel. Auf der anderen Seite sehen wir in der unteren Grafik, dass wir hier durchaus eben noch in einem Aufwärtstrend auch kurzfristig sind. Also es ist ein bisschen ein tricky Umfeld, ein bisschen schwierig. Sehr wahrscheinlich ist, dass wir in einer Bärenmarkt-Rallye sind. Diese Bärenmarkt-Rallye hat vielleicht noch Luft nach oben, wie ich in folgenden Grafiken der Bank of America zeigen werde. Da ist zunächst mal die Stagflationserwartung, ist so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Wir sehen auf der anderen Seite,
dass die dicken Fondsmanager so short sind in Tech wie seit August 2006 nicht mehr. Also Tech is not everybody's darling anymore, könnte man sagen. Gleichzeitig sind diese Fondsmanager so untergewichtet wie schon lange Zeit nicht mehr, nämlich seit 2 Jahren nicht mehr in Sachen Equities, in Sachen Aktien. Und wir sehen, und das ist ganz, ganz wichtig, hier unten diese Grafik, ja, wo liegt der Fed-Put? Wo ist sozusagen die rote Linie für die Fed, wo man sagt, naja, haben wir alles nicht so gemeint, wir greifen jetzt ein. Hier vermuten immer mehr, die wäre bei 3.500 Punkten im S&P 500. Jetzt sind wir ja knapp bei 4.100, 4.080 Punkte etwa. Aber wir sehen, dass im Vergleich zum Vormonat jetzt immer mehr die Latte nach unten legen in Sachen, wo ist der Fed-Put. Ich glaube, nach der gestrigen Rede müssen wir den Fed-Put noch deutlich weiter nach unten legen, wahrscheinlich im Bereich 3000 oder vielleicht sogar drunter. Wir sind ja kurz vor Corona auf einem Allzeithoch gewesen bei 3400 Punkten beim S&P 500. Dann ging es runter, dann ging es massiv rauf. Also wir müssen die Relation auch immer natürlich im Blick behalten. Was sind jetzt die most crowded trades? Wo sind also die meisten drin? Long Commodities ist gerne gesehen, Short US Treasuries. Man spekuliert also auf steigende Renditen und fallende Anleihekurse. Long Tech Stocks ist abgebaut worden. Long Bitcoin ist ein bisschen ausgebaut worden. Long Cash ist deutlich ausgebaut worden. Also man ist teilweise in Cash gegangen. Und warum diese Bärenmarkt Rally weitergehen kann, da sehen wir hier oben diese Grafik, das ist Put-Call-Verhältnis und wir sehen, dass gerade die Privatanleger jetzt hohe Put-Volumina haben, also abgesichert sind auf der Unterseite. Da ist natürlich dann gerne das institutionelle Geld dabei, dann diese Privattrader praktisch rauszusqueezen. Da werden die Puts dann praktisch rausgesqueezed. Die Märkte gehen nach oben, die Privatanleger decken ihre Puts ein und dann darf es wieder nach unten gehen. Jedenfalls sehen wir, dass diese Erholung in dem unteren Chart hier, dass diese Erholung im S&P 500 nicht gedeckt ist durch eine Erholung bei den Junkbond-Märkten. Hier die Junkbonds erholen sich nicht und die Junkbonds sind das Kriterium schlechthin für Risiko, wenn Sie mich fragen. Das ist der sensibelste Bereich, also bonitätsschwache Unternehmen. Wenn die Märkte wirklich wieder Vertrauen fassen würden, dass die bessere Überlebenschancen haben, dann würden hier die Renditen für diese Junkbonds sinken. Das tun sie nicht. Dennoch, wo kann es hingehen beim S&P 500? Hier sehen wir es in diesem Abwärtstrendkanal unten an der unteren Trendbegrenzung mustergültig abgeprallt, dann nach oben gelaufen. Jetzt könnten wir zum Beispiel Fibonacci Retracements anlaufen und dabei durchaus über 4100 Punkte kommen. Wir sind also durchaus in der Lage, uns hier weiter zu erholen, aber übergeordnet sehe ich, dass solange die Fed hier bis zum bitteren Ende bereit ist, gegen die Inflation zu kämpfen, es schwierig wird. Kurzfristig, hier sehen wir mal den Nasdaq 100, hatte ich gestern im Marktflüster schon gezeigt, so im Bereich 12.550, 60, da ist der Widerstand. Da sind wir gestern kurz drüber, dann wieder drunter. Wir haben also nicht nachhaltig diese mehrfach getesteten Widerstände jetzt rausgenommen, dass die Märkte sich entspannen. Hängt auch ein bisschen zusammen, dass dieser ganze Ukraine-Krieg jetzt in den Hintergrund getreten ist. Wir sehen, dass das im Bewusstsein der Märkte zumindest als Gefahrenmoment. Wir sehen hier, Geopolitical Risk ist nach unten gegangen, aber dennoch leben wir in einer anderen Welt mit anderen Strukturen. Das darf man nicht vergessen, aber das ist vielleicht einer der Gründe, warum die Märkte sich jetzt ein bisschen erholen. Morgan Stanley sieht eigentlich eine faire Bewertung beim S&P 500 im Bereich 3400 Punkte. Remember, das war der Stand, als wir auf Allzeithoch waren, kurz vor dem Corona-Crash. Man hat ein Basisszenario, das liegt höher, aber unter 4000 Punkten. Und man hat ein bullisches Szenario, das ist etwa bei 4300 Punkten. Das sind also die Ziele von Morgan Stanley, die gewissermaßen so die bärischsten waren in ihrer Einstellung, aber vielleicht auch diesen monetären Klimawandel der Fed am besten erkannt haben unter den Wall Street Analysten. Noch kurzes Wort zu China. Hier sehen wir jetzt wieder stark fallende Hauspreise oder deutlich fallende Hauspreise, minus 0,3% zum Vormonat. Das ist der 8. Monat in Folge, dass in China die Hauspreise, die Immobilienpreise fallen. Die haben ein riesiges Immobilienthema. Jetzt auch ein Wirtschaftsthema durch den Lockdown. Wie das in den Griff gekriegt werden kann, erschließt sich mir noch nicht. Jedenfalls, wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, sehen wir heute anberaumt eine Konferenz der EZB, ein Non-Monetary Policy Meeting in Frankfurt.
Und dass es da hoch hergehen wird, das ist ziemlich wahrscheinlich, denn Knot, der Niederländer, hatte gestern das erste Mal einen 0,5% Zinsanstieg ins Spiel gebracht. Man sieht, dass sowohl die Inflation als auch die sehr energische Vorgehensweise inzwischen der Fed natürlich wahnsinnig Druck auf die EZB ausübt. Die kann dann nicht einfach so beiseite stehen und sagen, geht uns alles nichts an, was hier die Fed macht, denn sonst würde der Euro absaufen, was wiederum die Inflation nach oben bringen würde. Also muss die EZB auch dagegen steuern. Gestern die Aussagen von Knot haben den Euro schon deutlich nach oben gebracht. Zwei Hinweise noch, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diesen wunderbar schönen, warmen Mittwoch schicke. Je stärker die Zinsanhebungen, desto stärker die Rezession. Da spricht Rüdiger Born mit einem Menschen, der sehr großes Geld bewegt, nämlich ein Family Office vertritt, die Investmententscheidungen dieses Family Offices vertritt. Also da wird nicht mit Kleingeld gearbeitet, sondern das sind richtig schwere Jungs, die überlegen müssen, wie platzieren wir das Geld für unsere reiche Kundschaft. Sehr, sehr spannendes Gespräch. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Diesel und Benzin, die Verknappungsgefahr, die schwer erkennbar ist. Da mal zu diesen wirklich, ja, sehr dramatischen Zuständen, gerade bei Diesel. Das ist ein Riesenthema, denn alle Landwirtschaftsmaschinen laufen mit Diesel etc. etc. Transport, Logistik, alles, was zu den Supermärkten geht, ist über Dieselfahrzeuge sozusagen transportiert, dementsprechend extrem wichtig. Also diese beiden Dinge, die ich Ihnen unter dem Video verlinken werde. Und jetzt erstmal einen guten Start in diesen, wie gesagt, sehr herrlichen Mittwoch. Servus, ciao.